Hallo und willkommen zurück zu Legend of Dragoon. Wir sind gerade südlich von Cerdeo und unser Ziel ist ganz einfach. Wir müssen ins Gefängnis und unsere Freundin befreien. Und ja, außer auf der Weltkarte können Kämpfe kommen. Muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen einspielen. Bin ich an dem Tag leider nur ein Part geschafft. Also verzeiht mir, falls das Timing nicht mehr so gut ist. Ja. Zack. Ja. Ha. Okay, das hat gut geklappt. Besser als erwartet. Und hier müssen wir hin, ins Helena-Gefängnis. Erinnert äußerlich sehr an das Gefängnis vom Fluch der Karibik. Wie komme ich da nur rein? Direkt mal hinterher. Torwächter von Helena. Ich verstehe. Gutes Fleisch, guter Fisch. Da wird zur Früge sehr gefallen. Händler, in der letzten Zeit hast du viel eingekauft. Ist irgendwas los? Torwächter von Helena, das geht einem einfachen Händler wie dich gar nichts an. Okay, Entschuldigung. Ich werde die Ladung mal inspizieren. Es scheint in Ordnung zu sein. Lass die Brücke herab. Jetzt. Ja, normalerweise versuche ich unterschiedliche Stimmen zu machen, aber das kann ich leider nicht besonders gut, deswegen lese ich einfach vor, wer gerade spricht. Ich hab's geschafft. Speicherpunkt nutzen wir tatsächlich mal, einfach nur um die Sequenzen zu überspringen. Wie so üblich verwende ich natürlich zwei Spielstände, falls mal was mit der Aufnahme nicht stimmen sollte. Wer bist du? Man hat mich entdeckt. Hier lang. Oh oh.
Ah, man sieht auch schön die unterschiedlichen Hintergründe. Sehr, sehr toll gemacht. Autsch. Ja. 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 Oh, der ist ein bisschen robuster. Autsch. Ja. Vergeigt. Das könnte jetzt etwas wehtun. Goodie. Einen sehr starken Gegner haben wir erstmal besiegt. Was hier leider die normale Stärke ist. Dementsprechend sind wir ein bisschen unterlevelt. Hofft man nicht, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Hilfe! Ich bin nur der Lieferant! Sei ruhig, ich werde dich nicht umbringen. Oh, okay. Ich werde keinen Laut von mir geben. Ja, umso besser. Ich habe dir doch gesagt, dass ich keinen Laut von mir geben werde. Ich werde so lange abladen, bis du deine Sachen erledigt hast. Oh, hey, du. Wenn dir die Dinger ausgehen, dann lass es mich wissen. Diese verkaufe ich nämlich auch. Möchtest du etwas kaufen? Ja. Muss ich mal gucken, was der so hat. Engelsgebet belebt und stellt die Hälfte wieder her. Ja, kaufen wir mal eins von. Ich würde sagen, wir kaufen mindestens noch drei Tänke. Okay, wir haben nichts zu verkaufen. Okay, hier haben wir ein bisschen was an Sachen, aber jetzt auch nichts, was ich verkaufen würde. Tatsächlich sagen wir, heilen uns mal. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas einsammeln können. Weil hier und da sind nämlich auch, wenn ich mich recht erinnere, noch Gegenstände versteckt. Also wie gesagt, das ist kein 100% Blind-Projekt. Die erste CD habe ich damals durchgespielt. Da hatte ich es aus der Videothek geliehen. Nur die zweite CD nicht. Okay, hier ist eine Truhe. Totalzerstörung erhalten. Das ist gut. Aber auch wenn ich die erste CD mal gespielt habe, das ist so viele Jahre her, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Also es ist teilweise wieder wie blind. Wir machen einfach jede Wacht platt, wir brauchen die Erfahrungspunkte. Wir sind nämlich ein bisschen schwach auf der Brust. Stufe 3. Autsch. Ja. Vergeigt. Autsch. Ja. Ja. Okay, er hat nicht abgewehrt. Dafür knallt er uns den Funkennetz an den Kopf. Au. Okay, das war mal eine Wache, die sich nicht so verteidigt hat.
relativ wenig Erfahrungspunkte. Da ist ein Weg und da ist ein Weg. Okay, da ist sehr weitläufig. Gucken wir mal, was hier ist. Wie gesagt, ich erinnere mich leider an das meiste überhaupt nicht mehr. Okay, da war kein wirklicher Sinn drin. Außer Betrieb, versuch's erst gar nicht. Hat das Schaden gemacht? Nö. Okay. Den Aufzug können wir nicht verwenden. Der ist kaputt. Okay, da ist nichts weiter. Eine Wache, die wir erstmal beseitigen müssen. Aber ich muss sagen, die 3D-Hintergründe sind echt sehr sauber und schön gemacht bei dem Game. Ja, noch klappt das relativ gut mit dem Timing, aber die Angriffe werden auch immer schwerer und schwerer. Perfekt. Ich finde auch den Mix sehr gelungen zwischen Zufallskämpfen und ausweichbaren Kämpfen wie hier jetzt. Okay, das Tor ist zu. Okay, da können wir nicht runter, auch wenn es so aussieht. Was haben wir denn da hinten? Okay, das ist quasi der Ausgang. Okay, wir haben also nur den Weg hier. Ah, der haut natürlich direkt zu. Vergeigt. Naja, hat trotzdem nach zwei Angriffen den Löffel abgegeben. Also alles gut. Haben wir ja auch nur einen Schaden weniger gemacht, weil ein Hit daneben ging. Wir geben immer nur jeweils 6 Erfahrungspunkte, das ist nicht viel. Da ist nichts. Oh,
da unten ist eine Truhe, da kommen wir so nicht hin. Da geht's nach oben. Wie kommen wir an dieser Stelle hin? Von hier aus irgendwie. Und da ist dicht. Ja, da oben ist auch was. Da komme ich auch so nicht dran. Keine Ahnung, warum wir oben rumrennen können, aber hier kann ich eigentlich nichts machen, so wirklich. Aber den benutzen fallen wir nur wieder runter. Ja. Na, ich denke mal, das sind Sachen, die wir später kriegen. Dass vielleicht jetzt im Laufe der Aufgabe der Aufzug da repariert wird. Ach, mach ich denn da? Da können wir doch gar nichts machen. Na, da wird auf jeden Fall jemand ausgepeitscht im Hintergrund. Ja, hier unten sollte ich auf jeden Fall einen Zwischenspeicher machen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit irgendwas eine Situation triggern, wo wir dann nicht mehr an bestimmte Sachen rankommen. Das weiß ich noch. Ja. 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 Vergeigt. Und das war ich zu schnell. Ja. Ja. Vergeigt. Danach brauche ich auf jeden Fall eine Heilung. Naja, also hier und da habe ich das Timing noch ein wenig verfehlt. Nur mal so zu sagen. Auf jeden Fall eine Heilung. Wir sind nämlich ganz schön ramponiert. Hier machen wir mal kurz einen Quick Save, würde ich sagen. Da ich nicht möchte, dass wir was verpassen. Hier nicht sicher, ob wir nach oben müssen oder ob wir hier unten rein müssen. Fürs Optionale. Okay, hier ist Kerker.
Irgendwie ist hier nicht so richtig was. Gucken wir mal hier. Schneller bewegen. Aufseher hinter da. Schneller. Was für ein Pech ihr doch habt. Ihr werdet es doch bereuen, nicht auf dem Schlachtfeld gestorben zu sein. Ritter aus Basil. Was meinst du damit? Glaubst du wirklich, du kannst dir im Gefängnis ein schönes Leben machen? Der oberste Aufseher Flüge wird dich dem Monster zum Fraß vorwerfen. Ups. Dem Monster zum Fraß vorwerfen? Du wirst es nicht mehr länger demütigen. Oh, 3 ist 3, aber die schlimmsten Kriegsgefangenen sind das beste Futter. Wenn du mich töten willst, dann töte mich jetzt. Das werde ich nicht zulassen. Sir Lovitz, du Mistkerl, du bist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Dummkopf, denkst du wirklich, du kannst auf eigene Faust von hier fliehen? Ich mach das schon. Versuch zu überleben und kehre zu Indes Burg zurück. Lebend, sagt König Albert. Das werde ich nicht zulassen. Ich habe mich um diese Jungs gekümmert. Ist das ein Bürgerkrieg? Du, wer bist du? Bist du auch einer von Basis Hunden? Wer bist du? Ich heiße Dart, ich bin nicht euer Feind. Ich bin Lavis Lambert. Ich bin der Anführer der ersten Ritterschaft des Königreichs Basel. Nun, anscheinend haben wir keine Zeit vor uns vorzustellen. Nein, haben wir wohl nicht. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der optionale Teil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier noch wieder zu der anderen Stelle kommen. Aber das müssen wir ausprobieren. Hier brauchen wir jetzt einen Streiter mehr an unserer Seite. Ja. Ah, schon wieder vergeigt. Ja, der hat natürlich erst Stufe 1 Angriff. Ja, das hat geklappt diesmal. Na, schade. Ich dachte, der wäre jetzt finito. Yes. Das hat ja wunderbar geklappt. Also so egal, wen er jetzt angreift. So oder so aufräumen gerade.
Ah, hat nicht ganz gereicht für die Stufe. Ich werde deinen Wunsch erfüllen. Ich muss schon sagen, Dart, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig nach Helena kommt. Was hast du vor? Ich bin gekommen, um jemanden zu retten, der mir sehr wichtig ist. Hast du etwas über sie gehört? Ihr Name ist Shana. Es tut mir leid, aber ich werde woanders suchen. Warte! Ich komme mit dir. Ich dachte, du müsstest so schnell wie möglich zur Burg zurück. Das Mädchen, nach dem du suchst, ist sie wichtig? Sie ist mein Problem. Es war mein Fehler. Ich weiß nicht, was dich hierher gebracht hat, aber Helena ist kein einfacher Ort, wenn man auf sich selbst angewiesen ist. Das geht auch für mich. Aber gemeinsam können wir entkommen. Natürlich mit dem Mädchen. Wie kommt es, dass du mir traust? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Dein Überraschungsangriff hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dir vertraut, dass du mir den Rücken freigehalten hast. Deshalb glaube ich, dir vertrauen zu können. Gut, lass uns zusammen gehen. Jo, und wir haben einen festen Streiter mehr. Ich würde sagen, wir heilen uns mal. Vollständig erholt. Ich guck mal eben, wie unsere Zeit aussieht. Ja, es ist Zeit für einen Cut und wir machen beim nächsten Mal hier weiter im Gefängnis. Bis dann!